Die Spieler vom FC Schaffhausen heute Morgen beim Einlaufen. Trotz der überraschenden Vorfälle geht der Trainingsbetrieb normal weiter, vorläufig unter der Führung vom Co-Trainer Manuel Klöckler. Zum Ekla ist es gestern gekommen. Der René Weiler hat per sofort seinen Vertrag aufgelöst, weil er ein Angebot vom FC Aarau hatte. Das, obwohl er noch beim FC Schaffhausen unter Vertrag gestanden wäre. Wir finden es schade, muss man sagen. Wir haben wirklich gehofft, dass wir mit ihm noch sicher die Saison beenden können. Es ist wirklich schon immer schlecht, wenn man mit der Saison den Trainer wechseln. Ein Vorwurf in dem Sinn kann ich ihm eigentlich nur machen, wie jetzt der Abgang passiert ist, dass er uns vor Nacht die Tatsachen gestellt hat, dass er uns eigentlich fast gesagt hat, es hat für uns gar keine Wahl gegeben. Also wir mussten ihn gehen lassen. Der Entscheid von René Weiler ist überraschend gekommen. Bis vor wenigen Tagen ist er noch mitten in der Saisonplanung gesteckt. Am Dienstag dann hat der René Weiler von Aarau ein Angebot bekommen und sich relativ plötzlich umstimmen lassen. Er hat sich plötzlich umstimmen lassen und sicher auch aufgrund des Angebots, das ich von Aarau schlussendlich geht es immer ums Geld, ist das leider in den Business so. Und ich glaube, das hat ihn schlussendlich verlockt, auch den Entscheid dann nachher, sich umzustimmen lassen, dass er zu Aarau geht. Der René Weiler ist heute Morgen zum letzten Mal vorbeigekommen und hat sich von der Mannschaft verabschiedet. Er nennt andere Gründe für seinen plötzlichen Wechsel. Ich war seit dem Januar sportlicher Leiter beim FC Schaffhausen. Ich war aber nicht involviert, respektive nicht wirklich bis ins Detail von mir gewesen, mit dem Deal, der abgeschlossen wurde mit GC, der auch eine Tragweite hat, die die erste Mannschaft betrifft. Und das hat mich einerseits gestört, andererseits auch die Planungsunsicherheit für die Zukunft, wo ich nicht wirklich gewusst habe, dass man mit mir als Trainer die erste Mannschaft plant. Das ist zwar mündlich bekundet worden, ich habe aber andersweitige Informationen immer wieder gehört. Der letzte Punkt hat schlussendlich wohl den Ausschlag gegeben. Der René Weiler hat Angst gehabt, dass seine Zukunft beim FC Schaffhausen nicht mehr gesichert sei. Diesbezüglich wollte ich eigentlich wissen vom FC Schaffhausen, ob ich definitiv dem Abi für die Zukunft beim FC Schaffhausen oder nicht. Das hat mir nicht können beantwortet werden mit einem klaren Ja. Und von dem her gesehen ist natürlich das ein bisschen emotional zu und her gegangen. Trotz allen Differenzen, der René Weiler bedauert, dass er den FC Schaffhausen jetzt verlässt. Ich selber verlasse die Mannschaft überhaupt nicht gerne. Ich habe sehr gerne mit der Mannschaft zusammengearbeitet. Ich habe auch mit dem Staff sehr gerne zusammengearbeitet. Ich denke, wir haben eine ganz gute Zeit gehabt, wir haben auch gute Stimmung. Und ich gehe also auch eigentlich auch mit einem weinenden Auge, muss ich ehrlich sagen. Schwierig ist der plötzliche Wechsel vor allem für die Spieler. In nächster Zeit stehen noch ein paar wichtige Spiele an. Bereits am Sonntag spielt der FCS in Genf. Trotzdem, die Spieler stehen hinter dem René Weiler. Sie machen ihm keinen Vorwurf, dass er die Mannschaft so plötzlich verlässt. Also ich kann nur meine Meinung vertreten und ich verstand ihn, dass er zurückgetreten ist oder dass er gegangen ist und ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin enttäuscht für die Situation, für René nicht. Ich denke, für René war es schwierig, entscheiden war es schwierig. Ich denke, er wollte bleiben da. Ich weiß nicht, was ist passiert gestern im Büro, ich weiß nicht. Der FC Schaffhausen steht momentan auf dem 10. Tabellenplatz und braucht noch ein paar Punkte, um den Ligaerhalt zu sichern. Nach der Aufregung um den Trainerwechsel geht es für die Spieler jetzt darum, sich sofort wieder aufs Eigentliche zu konzentrieren. Fußball spielen.